Hier, das habe ich ja letztes Mal gemacht und ich habe mich geärgert, dass ich keinen Zeitraffer gemacht habe. Deswegen werde ich das jetzt mit diesem Karob machen, den ihr dort seht. Ich finde die Karobbäume so, ja, magisch, mystisch hier. Ich meine, das sind die einzigen wild wachsenden heimischen Bäume auf dem Land. Und ich mag Karob auch echt gerne. Er liegt ja hier überall. Und naja, guckt euch das an. Das ist jetzt hier bislang. Hier liegt Müll drunter. So struppig und einfach sehr wie so ein Dumpingplatz. Und gucken, was das für ein schöner Kletterbaum auch sein kann. Upsala. Da weiß nicht, kann man das irgendwie schon erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr schon seht, was ich sehe. Aber das hier kann auch richtig schön werden. Ich hoffe, ich habe die Zeit für dieses Video mit euch. Genau. Gut, stellen wir das mal auf. Ja, der ist schon ziemlich hohl und tot. Voll mit Ameisen. Some people tell me that I'm crazy. 'Cause I do things that don't fit in with the rest of society. Nicht ganz fertig, aber schon mal ein Zwischenstand. Ah, hier sind ein paar tote Äste, die mag ich gern raussägen. Und hier auf dem Boden, da ist noch ein Riesenhaufen Mulch. Ich würde das gerne mit einer Hake verteilen. Mit einer Hacke ist das echt hart. Und ja. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann. Oh, mein Hut. Jetzt haben wir hier einen schönen Platz unter dem Baum. Ihr seht, da ist noch ein großer Haufen mit feiner Mulcherde. Da wurde hier, glaube ich, immer alles hingeschoben an Material. Deswegen war hier auch einiges an Müll. Und dann hat sich hier ein richtig schöner Komposterdenhaufen entwickelt.
Ich will davon auch gar nicht alles wegnehmen. Ich habe es jetzt hier so ein bisschen verteilt. Also sowieso, das ist nur etwas, was man im Winter machen sollte, vor allem hier in Spanien. Sonst ist das alles in der Luft und wieder weg, das ganze kohlenstoffschöne Material. Und auch jetzt muss es natürlich möglichst feucht immer gehalten werden und möglichst schnell von irgendeiner Krautschicht verschlossen werden. Ne? Oder halt von irgendeinem groberen Mulch, wie jetzt so Karob und Blätter, dass dieses feine Material nicht offen liegt, das ist wichtig. Deswegen sollte man das halt, ja, am besten ist halt im Herbst, ne? Bevor viel Material runterfällt. Ich habe die Steine auch ein bisschen bewegt, weiß nicht, ob man das gesehen hat. So, um diesen Stein darüber und der andere war hier daneben, dass man hier so einen Kreis um diesen Baum setzen kann, möglichst. Also wie gesagt, von diesem Haufen muss noch was weg, damit das sich hier stimmig anfühlt. Den nehme ich dann für unser Beet. Und ja, jetzt kann man aber hier schön unter dem Baum sitzen. Die Steine können auch ein bisschen eingegraben werden, dass der genau horizontal ist, dass man da eine Tasse draufstellen kann oder ein Teelicht oder irgendwas. Und naja, aber so ist schon mal ein Altar an den Baum geschaffen. I guess I'm the kind of fella who'll always be a fringe dweller. Do the best I can with what I have. Because the edge is where it's at. I'm gonna work that into fate. Cause my mama always said, if you're not living on the edge, then you're taking up too much space. Acknowledge, acknowledge the edge. Grow some veg, stack it on the ledge. Wherever things come together, you'll find it getting better. You'll fall so in love with the edge, you're gonna write it a love letter. Just broaden your range to the place of exchange. You've got nothing to lose and everything to gain. Born is every single color, sit between white and black. A well-being. So, ihr seht, das Camp ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten und ich habe jetzt den zweiten Altar soweit fertig. Kommt natürlich noch der Müll weg. Also erstmal das ist das, was ich jetzt noch gefunden habe. Nur mal eine Dose und Windeln. Was sollen wir die da machen? Naja, kann ich nicht mehr gut erkennen. Also, wozu war das Ganze jetzt gut? Man hat natürlich einen schönen Platz jetzt darunter, wo man zusammensitzen kann mit mehreren Leuten. Man kann auch auf der weichen Erde super schlafen, ne? Oder einfach da Picknick machen. Aber das ist ja nicht der Grund, der mich dazu veranlasst hat, sondern vor allem, wenn ich bedenke, dass im November soll das wohl gewesen sein, da sind 200 Liter auf einmal runtergekommen, ne, wie wir das im Ahrtal auch hatten. Und wenn ich hier vorstellt, hier kommen 200 Liter auf die Erde pro Quadratmeter, ne, das ist alles weg. Ne, wir sehen ja auch die Erosion drin, habe ich euch gezeigt, das ist weg. Und im Sommer fällt kein Regen und wir brauchen das Wasser und deswegen ist es wichtig, das aufzufangen. Und vorher ging das einfach nur vom Baum aus runter. Und wenn jetzt hier zumindest auf dieser Fläche, da sind ja schon ein paar Quadratmeter, lass mal so sagen, das sind ja 2,5 mal 4,5 oder so. Sagen wir so, das sind jetzt über 10 Quadratmeter auf jeden Fall. Dann sind das ja schon 2000 Liter, die dann mit so einem Regenguss hier runterkommen. Die der Baum dann zur Verfügung hat, ne? Die sich hier in diesem Humus speichert und hier entsteht Bodenleben und so weiter und hier kann eine Krautschicht entstehen und halt auch runtergeht und sogar vielleicht das Grundwasser auffüllt, ne? Aber halt nicht, wenn das einfach nur
naja, abgeführt wird vom Land, ne? Dann irgendwo würdest du das Grundwasser auffüllen, aber nicht hier, wo die Bäume sind. Da gibt es dann Überschwemmungen und dann geht der Fluss ganz stark und am Ende landet es im Meer mit ganz viel Sedimenten und Nährstoffen, die ja hier gebraucht werden würden, ne? Deswegen ist das eigentlich die eigentliche Idee, dass wir halt hier diese Terrassenstufe schaffen, das Wasser halt hier sich sammelt, von diesem kohlenstoffreichen Material wie so ein Schwamm aufgesaugt werden kann, gespeichert werden kann, hier eine schöne Bodenbedeckung drunter wächst und ja, auch einfach, dass das hier dann wird das so richtig fluffig humus, dem Baum wird es dadurch auch besser gehen, ne? So, es sieht richtig schön feinkrümelige Erde. Ne? Dann bin da mit der Harke gut durchgegangen, sind natürlich immer wieder solche Stücke bei. Und ne, ich habe die Steine auch ein bisschen, habt ihr gesehen, angepasst, um diesen Raum hier einfach zu schaffen. Ne? Dass der Raum unter dem Baum so groß ist wie seine Äste. Also wie weit die Äste ragen. Ich gehe nochmal mit euch raus, um euch das nochmal zu zeigen. So, die Baumscheibe, sagt man ja auch so, ist so in etwa auf Linie mit den Ästen, die von oben runterkommen, ne? Mit dem Baumsaum, dem Saum des Baumes. Und bei der Baum ist natürlich jetzt sehr licht, aber vor allem bei dickeren, also dichteren Bäumen, belaubteren Bäumen, wird das Wasser oft wie so ein Regenschirm abgeführt und fällt dann halt erst hier am Rand, kommt das meiste runter. Da war ja einfach nur Geröll, also das Wasser wäre richtig weggeführt worden und das kann jetzt eben nicht mehr passieren. Also, und wir haben diesen herrlichen Raum da drunter und dem Baum eine gewisse Ehrerbietung gegeben und ich denke mal, früher war das einfach normal, dass man die Bäume so gepflegt hat. Und den Baum so geehrt hat damit und deswegen ein Altar hatte, ne? Ta ist ja die Silbe für Baum im Indogermanischen und Sanskrit. Und Al heißt halt an, also es ist halt ein Altar an den Baum, eine Ehrerbietung des Baumes und das habe ich hier gemacht und das ist eigentlich das, worum es sehr viel geht. Ob es Obstbäume sind, dass man da die Baumscheibe halt je nachdem entweder gut mit sowas wie Beinwell oder so bepflanzt oder freihackt und mulcht und so weiter. Und ja, dem halt hier auch das zu geben. Ne? Ich habe jetzt hier diese Sachen, die da runtergewachsen sind, vor allem auch weggemacht, um die Erde schöner zu leveln und Müll rauszuholen. Und weil es Pieksezeug war und man sich nicht setzen kann und weil es auch kleine Babybäume waren. Und ich hier lieber eine Krautschicht haben mag unter dem Baum, ne? Genau, und um diesen Baum hier einfach kräftiger zu machen, ne? Hier seht ihr noch, habe ich mit der, was ich euch schon gezeigt hatte, mit der Kettensäge so nochmal die Äste zum Teil sauberer abgesägt. Ne, die sind zum Teil halt hier auch schon recht hohl. Und genau, einfach dem so ein paar saubere Schnitte gegeben, nicht nur mit der Machete. Hier seht ihr auch nochmal gut, hier waren die ganzen Ameisen. Ja, und so schaut das jetzt aus. Also irgendwann muss ein Künstler auch mal aufhören, am Bild rumzumalen. Ich denke mal, dass das jetzt erstmal okay ist. Achso, hier vielleicht noch, hier ist jetzt der tiefste Punkt so. Fühlt sich das an? Das ist halt gut, wenn das Wasser dann hier runterkommt und sich halt hier in diesen Mulchhaufen reinsaugen kann und da am besten Schutz findet und gespeichert wird noch. Aber allgemein wird hier jetzt nicht viel Wasser fließen, weil der Boden sehr, sehr gut aufnehmen kann. Es ist super weich, hier drauf rumzulaufen. Und ja, hier sehen wir halt auch noch so einen Baumpilz. Das war halt auch noch so ein Ding, dass dieses ganze Material, was hier war, halt. Ja, es war halt bis hier oben, ne? Und dadurch ja ganz viele Holzzersetzerpilze hier drin waren. Und die natürlich auch den Baum angreifen. Deswegen sollte man halt nicht den Baum, naja, zu sehr einmulchen am Stamm, ne? Sondern
halt eine schöne Zone um den Stamm herum, aber den Stamm nicht zu tief einmulchen. Das ist nicht gut. Ah. Irgendwie so eine Pilzverwachsung. Ah ja. Mal gucken, wie er sich erholt. Mal gucken, wie er in ein paar Jahren aussieht. Hier sehen wir noch einige tote Äste. Ich wollte jetzt gar nicht alle raussägen. Ich meine, so ein bisschen geben die dem Baum ja auch noch, also zumindest ein bisschen Schatten werfen die nach unten auf den Boden. Und ja, ist nur so weit hier weggemacht, wie ich dann auch brauchte, um drin zu klettern und eine Übersicht zu bekommen. Und dass sie nicht immer im Weg sind und an mir festhängen und mir wehtun, wenn ich hier Baumpflege und Baumscheibenpflege mache. So. And we're on the edge.